Thema im Moment, Schulfüller. Ich habe schon einige Videos über die einzelnen Modelle gemacht. Hier jetzt also nochmal alle vereint. Wir haben die Schulfüller von Faber-Castell uns angeguckt. Wir haben genau hier Links- und Rechtshändermodell, dann von Stegler auch Links- und Rechtshändermodelle. Es waren die Füllhalter von Herlitz dabei. Diese beiden haben wir uns angeguckt. Dann kommt Pelikan. Da waren natürlich jede Menge Füllhalter dabei. Das waren etwas gängigere Modelle hier. Dann hier auch noch zwei alte Pelikan-Patronenfüller. Dieses Modell ist ja sicherlich den meisten bekannt. Der silber- und blaue Pelicano. Dann hatten wir hier auch den Vorläufer Pelikan aus den 50er Jahren. Auch Montblanc stellte Füllhalter her, die nannten sich dann Monte Rosa, der Schulfüller von Montblanc. Dann hatten wir gehabt Lamy, dann waren Online-Füllhalter dabei, hier Rotring war dabei, die Firma Mappede aus Frankreich war vertreten, ebenfalls aus Frankreich der Big Easy Click. Hier kommen nochmal fünf Füllhalter von Schneider. Und dann haben wir hier auch noch den Füllhalter von Parker, der Parker Vector. Und wir haben uns auch die Brause-Pfannenfeder angesehen, mit der früher die Schüler das Schreiben lernen. Hier musste noch ins Tintenfass eingetaucht werden. Ja, das Erstaunliche war, es war wirklich, unter all diesen Modellen war kein einziger schlechter Füllhalter dabei. Alle schrieben hervorragend. Der Tintenfluss war gut. Es gibt natürlich Preiskategorien, die Füllhalter, wie hier zum Beispiel dieses kleine Modell von Schneider, der Big Easy Click und der Happy Pen von Pelikan, die unterscheiden sich von den übrigen darin, dass hier die Feder vorne zu einer kleinen Kugel geformt ist. Bei den anderen Füllhaltern, das ist natürlich etwas kostenintensiver, ist vorne auf die Spitze eine kleine Iridiumkugel aufgelötet, die das Schreiben erleichtert. Alle Füllhalter sind außerdem auch fast unverwüstlich. Einige natürlich, wie zum Beispiel dieser Stegler hier oder der von Faber-Castell, die zeichnen sich eben, oder auch dieser hier von Schneider, die sind natürlich besonders kindertauglich, weil nicht nur die Kappe eine Wegrollsicherung hat, sondern auch der Schaft hier durch dieses kleine Dreieck am Ende. Auch der Schaft hat eine Wegrollsperre. Das ist ja das Wichtigste bei so einem Schulfüller, dass er nicht vom Tisch rollt, denn die meisten Füllhalter gehen ja dadurch kaputt, dass die vom Tisch rollen und dann jemand drauf tritt. Ja, wir haben also gesehen, erstaunlich, von praktisch 3 bis 4 Euro bis 18 Euro kosten ja diese Füllhalter, dass es möglich ist, hier so hervorragende Produkte abzuliefern. Also der Fertigungsprozess ist wirklich hervorragend. Ein kritischer Punkt ist ja immer der Tintenfluss. Ich habe also hier, wie gesagt, keinen Füllhalter dabei gehabt, der ein
schlechten Tintenfluss hatte. Dann habe ich eben auch Kinder hier, Kinder meiner Musikschule, habe ich, wenn sie Lust hatten, die Füllhalde ausprobieren lassen. Das Ganze läuft ja dann unter dem Titel Kindertesten Füllhalde. Und da konnte ich feststellen, auch Fünfjährige haben keine Probleme damit, mit so einem Füllhalter umzugehen. Die Federn sind alle so stabil, dass auch wenn die Kinder zu stark aufdrücken, dass dem Federhalter nichts ausmacht. Und eben, Sie können das auch noch in den anderen Videos ja genauer sehen, durch diese Iridiumspitze oder durch die Kugel, zu der die Feder geformt ist, dreht sich der Füllhalter praktisch immer von selber in die richtige Stellung, so dass ein Verkanten der Feder praktisch ausgeschlossen ist. Das ist ja eigentlich der Hauptunterschied zwischen einem Schulfüller und einem, sagen wir mal, Füllhalter für fortgeschrittene Schreiber. Der Schulfüller hat vorne diese kleine Kugel und schreibt deswegen in alle Richtungen gleichmäßig breit. Wenn man hinterher, jetzt sagen wir mal, ein interessanteres Schriftbild haben will, dann braucht man natürlich entweder eine Kalligraphiefeder, am besten so in 1 mm Breite, oder eben eine flexible Feder, eine flexible Spitzfeder, die dann je nach Druck, den man ausübt, einen unterschiedlich breiten Strich gibt. Das ist natürlich mein persönliches Steckenpferd. Deswegen habe ich, weil ich keinen Füllhalter finden konnte, der das bringt, flexibel und gleichzeitig extrem starker Tintenfluss. Das war praktisch meine Idealvorstellung. Deswegen musste ich eben meinen eigenen, auf Englisch, Flex and Wet Füllhalter konstruieren. Dazu habe ich auch etliche Videos veröffentlicht. Das Ganze geht natürlich darum, Kinder müssen schon früh mit dem Füllhalter anfangen zu schreiben, damit diese Freude am Schreiben sich entwickeln kann. Wenn man mit einem Kugelschreiber, Filzstift und so weiter schreibt, dann sage ich mal einfach so ganz frech, dann kann sich die Freude am Schreiben nicht einstellen. Und wenn man hinterher mit einem schönen, entweder Kalligraphiefüller oder flexiblen Füller schreibt, dann ist das Schriftbild ja praktisch ein Seismograph der Stimmung. Und dann ist praktisch das Schreiben mit dem Füllhalter eine Möglichkeit des persönlichen Ausdrucks. Und frei nach Beuys, jeder ist ein Künstler, so werden wirklich dann kleine Schriftstücke des Alltags schon zu kleinen Kunstwerken. Der kleinste Einkaufszettel, wenn man den ein bisschen schöner schreibt, dann kann man sich ja wirklich dann hinterher auch dran erfreuen. Oder auch, wenn man Aufzeichnungen schreibt in der Uni-Schule oder wie auch immer, oder kleine Notizen macht und zum Beispiel immer mit unterschiedlichen Tinten geschrieben ist, mit unterschiedlichen Füllhaltern, dann hat hinterher so ein kleines Notizbuch ja eine ganz persönliche Note. Und man findet vor allen Dingen, wenn man seine Schreibstile oder die Tinten dann sieht, dann findet man das auch sofort wieder, weil man sich noch ungefähr entsinnen kann, wann man mit welcher Tinte zum Beispiel geschrieben hat. Ja, also das Heranführen an den Füllhalter, das muss also möglichst früh passieren. Ich kenne es ja auch noch aus meiner eigenen Erfahrung. Ich hatte das Glück, dass ich von meinem Großvater früher schon als kleines Kind abgelegte Füllhalter bekam, mit denen ich dann herum experimentieren konnte. Damals war es leider noch so, dass nicht alle Füllhalter, ich hatte es ja gesehen, also
alle, die ich da hatte von meinem Großvater, die funktionierten ja nicht mehr, der Kolben funktionierte nicht mehr oder wie auch immer. Sowas hat man heute praktisch nicht mehr. Die Produkte, die Füllhalteindustrie abliefert, die sind alle hervorragend. Dadurch, dass es Patronenfüller sind praktisch auch die mechanischen Teile, die in erster Linie kaputt gehen können, ausgeschlossen. Es ist also wirklich möglich, für ganz wenig Geld ein kleines technisches Wunderwerk zu erstehen. Und wir müssen uns eben immer wieder vergegenwärtigen, der Füllfederhalter ist eben eine der genialsten Erfindungen der Menschheitsgeschichte. 1884 hat Herr Waterman das erste Patent für einen funktionierenden Füllhalter angemeldet. Davor musste ja, wie gesagt, immer noch eingetaucht werden. Und seit 1884 hat sich der Füllhalter eben verbreitet. In den 20er Jahren und so weiter war es ja noch ein echter Luxusgegenstand, ein Füllfederhalter. Heute ist er für jedermann erschwinglich. Und neulich sagte ein Vertreter, ich glaube, das war der Computerindustrie, in ungefähr 10 Jahren sei der Füllfederhalter ausgestorben. Ich würde sagen, strafen wir doch diese Leute, die das vorhersagen, lügen. Lassen Sie uns unsere Kinder Füllhalter ausprobieren, zum Beispiel auch hier von der Firma Online. Diese beiden sind zum Beispiel Kalligrafiefüller, ausgesprochen günstig. Ich glaube, diese 8 Euro, der 10 Euro, die sind mit 0,8 mm breiter Feder erhältlich. Das ist also eine perfekte Feder für den fortgeschrittenen Schreiber. Ja, also alles hervorragende Füllfederhalter hier, selbst die billigsten. Das Einzige, worüber man sich jetzt vielleicht streiten kann, ist das Design, ob die nun so orange-rot oder türkis aussehen müssen. Es gibt unter den Füllfederhaltern zumindest einen, der schon die etwas größeren Schüler anspricht. Das ist der Parker Vector. Der hat also ein ganz schlichtes, traditionelles Füllhalter-Design und kostet auch nur um 15 Euro. Und für diesen Füllhalter sind dann zusätzlich die unterschiedlichen Mundstücke erhältlich in verschiedenen Breiten, eben als Kalligrafiefüller. Der ist also einmal erhältlich mit der typischen Schulfüllerspitze und mit Kalligrafiefederspitze. Über diese beiden Modelle habe ich auch ein Video gemacht. Ja, also wir haben gesehen, über das Design kann man sich vielleicht streiten. Ich weiß nicht, was die Designer für Vorgaben von ihren Firmen bekommen. Wahrscheinlich sagt man denen, konstruiere einen Füller, der aber auf gar keinen Fall wie ein Füllfederhalter aussieht. Sonst sagen die Kinder, da hat ja schon mein Großvater mitgeschrieben. Naja, ich weiß nicht, wie die Designer drauf kommen. Selbst der Schulfüller von Lamy, die ja eigentlich für ein sehr schönes Design bekannt sind. Selbst der Schulfüller hier, der Nex von Lamy, der ist nun auch kein Ruhmesblatt für die Firma, jedenfalls was das Design angeht. Als Füller schreibt er natürlich perfekt. Der einzige Nachteil hier bei den Lamy-Füllern und dann eben auch bei dem Parker-Füllhalter ist, dass sie nicht die Standardpatronen benutzen, sondern für Parker und Lamy braucht man extra Modelle,
für Lami ist es kein Problem, weil die Marke hier ja sehr verbreitet ist. Ja, also abschließend kann man sagen, Füllhalter, für wenig Geld bekommt man einen perfekten Füllhalter. Es besteht also kein Grund, sich mit Filzstiften, Tintenrollern, Kugelschreibern und so weiter abzugeben. Man sollte sich ruhig den Luxus erlauben, mit einem Füllhalter zu schreiben. Das Auslaufen und so weiter, was früher ein Problem war bei Füllhaltern, im Flugzeug mitnehmen, war damals ja auch ein Problem. Diese Probleme sind beseitigt. Der Füllhalter ist praktisch in seiner Perfektion eigentlich nicht mehr zu übertreffen. Warum sollte man es also nicht nutzen? Zum Beispiel auch dieses Argument, dass viele Leute sagen, sie würden nicht mit dem Füllhalter schreiben, weil sie ihre Schreibgeräte überall vergessen würden. Auch dieses Argument gilt ja nicht mehr, wenn der Füllhalter wirklich eigentlich genauso viel kostet wie ein Kugelschreiber. Ja, also Schulfüller, ich hoffe, ich habe die gängigsten Modelle getestet. Schulfüller, wie man sie hier sieht, sind also der perfekte Einstieg, um Kinder ans Schreiben heranzuführen. Und wir haben gesehen, hier einige der Füllhalter, auch der von Herrlitz hier, der ist durchaus so gestaltet.